Es ist das entscheidende Spiel um die deutsche Meisterschaft. 78.000 Zuschauer wollen Ende April 1982 unbedingt dabei sein. Auch die gesamte Fußballprominenz will sich das nicht entgehen lassen. Das war eines der großen Spiele des HSV in der Liga. Es war natürlich, ja, für jeden Fußballfan und vor allem, wenn man dann halt da beteiligt war, ein Spiel, das man nie vergisst. Als Dieter Hoeneß in der 64. Minute das 3:1 für Bayern köpft, scheint alles entschieden. Die Münchner sehen wie die sicheren Sieger aus. Aber dann. Ich glaube ganz einfach, der ausschlaggebende Moment war dieses Tor von Thomas van Heesen. Das war, wo der Thomas da dieses, naja, ich sag mal, dieses Solo gemacht hat, da über 40, 50 Meter, was er da mit dem Tor abgeschlossen hat. Und dann wurden die Bayern natürlich nervös. Sie hatten was zu verlieren in dem Moment. Und wir konnten nur noch gewinnen. Der erst 21-jährige von Heesen lässt die Hamburger wieder hoffen. Nur 6 Minuten später gleicht Horst Rubesch aus. Saisontreffer Nummer 20. Rubesch auf dem Weg zum Torschützenkönig 81-82. 3:3 in München, die 90. Minute. Wieder schlägt das Kopfballungeheuer zu. Diese Kopfballtore waren natürlich immer und immer wieder entscheidende Tore. Es waren keine Tore zum 3:1 oder 4:0 oder sonstiges, sondern es waren meistens das 1:0, das Siegtor. Und ich glaube, das ist das, was dann letztendlich auch haften bleibt. Wenn ich dieses Tor von Rubesch erlebe, das letzte, das vierte, wie er den einnickt, dann könnte ich ihn immer noch dafür umarmen und herzen und auf Händen aus dem Stadion tragen. Das Spiel in nur 20 Minuten gedreht. Ich würde sagen, bayerische Depression war angesagt. Weil es war uns klar, mit dem verlorenen Spiel war der HSV fast nicht mehr einholbar. Hamburg holt die Meisterschale zum zweiten Mal seit Einführung der Bundesliga. Und der Held von München gibt wieder den Ton an.